Hallo, mein Name ist Tosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge waren wir im Twilight Forest und haben unser erstes bisschen All the Modium rangeholt. Haben eine Induction Matrix aufgebaut, die aber noch nicht ganz gefüllt ist. Aber mittlerweile haben wir schon gut was Speicher mit 80 Terajoule. Und wir haben eine Automatisierung aufgebaut für Inferium Essence rauf bis zu Insanium Blöcke und haben dadurch auch schon den Master Infusion Crystal zusammengebaut. Offscreen habe ich dann noch eine kleine Verzauberungsecke aufgebaut. Die ist effektiv, aber auch gleichzeitig beschissen. Weil wenn ich jetzt sagen wir mal die Netherite Eggs verzaubern möchte, wir kommen rauf bis auf Level 60. Das Problem ist aber, Quanta ist sehr, sehr hoch. Das heißt im Klartext, Quanta ist für die Power Range da. Eterna ist generell für die Level da. Dadurch, dass wir jetzt 30 haben, heißt das im Klartext, wir kommen 30 Level höher. Und Arcana macht einfach nur, dass seltenere Verzauberungen häufiger auftauchen und quasi die Nummer der Verzauberung erhöht. Da Quanta aber dafür die Power Range da ist, müssen wir mit ein bisschen aufpassen. Wir brauchen diese, was unten gelb ist, diese Ratification. Brauchen wir auch noch. Weil ansonsten ist das komplett durcheinander und wir kriegen relativ häufig mal negative Effekte. Ich kann das jetzt einfach mal ganz doof machen. Und ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt. Es kann jetzt zum Beispiel auch einfach nur sein, wenn ich jetzt das Schwert zum Beispiel wieder verzaubern würde, dass wir irgendwie so nur Sharpness 1, keine Ahnung, Looting 2 kriegen oder so. Obwohl wir Level 60 Verzauberung haben. Das muss ich noch ein bisschen angehen, aber da fehlen uns noch ein paar Ressourcen. Dann habe ich mir noch eine komplette All-The-Modium-Rüstung gemacht. Da habe ich größtenteils die alte Rüstung einfach nur geupgradet mit den Verzauberungen. Das ist relativ einfach. Man nimmt das Netherite-Tool, was man hat, und schaut dann ein bisschen All-The-Modium rum. Offscreen habe ich dann auch noch ein bisschen All-The-Modium gefarmt und wir sind jetzt mittlerweile bei knapp 500. Das reicht auf jeden Fall für die nächsten Schritte. Dann habe ich, damit die Erzverarbeitung noch ein bisschen schneller geht, zeitweise hier nochmal 32 Crystallizer angeschlossen. Chemical Distillation Chambers sind gerade komplett leer. Das liegt daran, dass wir quasi nur noch Uran reinkriegen, was ich vermehren will. Und ich bin jetzt gerade ein Erz nach dem anderen am Waschen, aber da sind wir auch schon quasi durch. Und damit das alles nochmal ein bisschen schneller geht, jetzt kurzzeitig habe ich nochmal eine Reihe Purifier, Crusher und Enriching Chambers angeschlossen. Wenn damit hier die ganzen Schals und alles einmal komplett raus sind. So. Wie schon gesagt, in der letzten Folge waren wir im Twilight Forest. Darauf habe ich eindeutig nicht schon mal Bock. Deswegen gehen wir heute in eine andere Dimension. Und zwar gehen wir ins... in was anderes. Und zwar ins The Other. Was ist jetzt schon wieder The Other? The Other ist eine extra Dimension von dem Modpack her, von All the Mods. Wo es das nächste Erz gibt, und zwar Vibranium. Dafür müssen wir aber nochmal unseren Point mitnehmen. Komm, nehmen wir den mit. Und wieder unsere Ender Chest. Essen haben wir. Meine Potions würde ich ganz gerne mitnehmen. Habe ich die alle weggeworfen? Nein. Anscheinend habe ich die weggeworfen. Ja gut. Ah ja, man sieht jetzt auch, ich habe 252 Level gerade. Wie ich da rangekommen bin. Die Netherite-Furnisse haben mittlerweile auch schon angeschlossen, dass ein paar, das, die sich sehr stark angesammelt haben, auch mal hier anschmelzen. Und alles, was ich dann einfach nur mache, ist einmal hier kurz die Verbindung entfernen. Und schon sind es wieder 10 Level. 10 Level klingt jetzt ein bisschen wenig, aber ihr müsst bedenken, es sind 10 Level an von Level 252 aus. Heißt im Klartext, das könnten jetzt wiederum auch schon auf der anderen Seite wieder irgendwo 100 Level sein. So. Wir können, normalerweise gibt es in All the Mods auch eine Mining Dimension, aber wenn wir die jetzt hier platzieren und rechtsklick machen, passiert überhaupt nichts. Weil die ist in... Plus hier sind nicht disabled. Oder habe ich jetzt gelöscht? Ich mache einfach noch eins. Wir haben jetzt gerade All the Modium genug. Wenn nicht, dann habe ich aber einfach ein bisschen Mist gemacht.
Also, dich will ich gerade aushaben. So. Das rein, das rein. Und zwar, was wir eher wollen, ist das die andere Funktion vom Portal. Wenn wir in den Nether gehen, kommen wir, wenn wir das Portal da platzieren, ins Nether. Das ist jetzt doof. Ja gut, wir wollen eh ins Nether, also gehen wir ins Nether. Und da sind wir schon im Nether. Sieht alles sehr lecker aus. Das erste, was ich wieder mache, ist einen Raypoint. Home. Und ich schaue mich jetzt erstmal hier ein kleines bisschen um, weil wir werden hier ein bisschen rumfliegen müssen. Weil es hier auch ein bestimmte... Na, es gibt ein paar Custom-Strukturen, sagen wir mal so. Und die müssen wir auf jeden Fall auch mal finden. Hasen gibt es hier. Und ein Rabbit-Foot bekommen. Das sieht doch mal interessant aus. Was haben wir hier? Ancient Dirt. Ach du Scheiße. Ach da. Upp. Upp. Enderbow? Wir haben Enderbow bekommen. Okay, interessant. Auf jeden Fall. Hier gibt es jede Menge Erze, die wir abfarmen können. Oh, das ist sehr gut. Ancient Soul Berries. Davon nehme ich mir mal ein paar mit. Was sind Ancient Soul Berries? Außer einem sehr, sehr guten Essen. Ich kann einmal eine essen. Eine gute Quelle für Night Vision 3. Kann man immer essen. So, ich will gucken, ob ich hier mal so ganz doof einmal schnell was finde, was wir jetzt suchen. Also hier ist die richtige Höhe schon mal, aber das sieht jetzt eher schlecht aus. Uranium. Ja, das sieht erstmal schlecht aus. Gut. Also man sieht schon, es sieht auf jeden Fall gut runter. Wie ist normal Vanille auch unter minus 38? Ich mache mir jetzt aber mal ganz kurz hier ein bisschen Platz. Oh cool, wir haben Blazeborn Deck bekommen. Das ist sehr gut. Ich habe nicht auf meinem Schwert Capturing 3, also wir haben eine Chance, dass wir Spawn-Ex auch so kriegen. Aber ich gehe jetzt einmal wieder nach oben, denn hier ist All the Modium. Warte, ich habe da jetzt 3 Stück draus bekommen mit Fortune 5. Herzlichen Glückwunsch. Das hat aber auf jeden Fall gerade gut geschienen. Einmal nach oben. Und dann schauen wir mal, dass wir hier eine gute... guten Bereich für die Quarry finden. Ich weiß, das ist gerade nicht so die interessanteste Sache bisher. Braucht man diese Demonic Locks für irgendetwas oder ist es einfach nur Holz? Schau ich mir später an. Ich nehme die auf jeden Fall auch mal größtenteils heute mit. So, wir brauchen auf jeden Fall Vibranium. Other in all biomes, sehr gut. Ich mache jetzt einfach mal... Hier so das Gebiet, würde ich sogar einfach mal ganz doof sagen. Das heißt, wir werden... dich einmal brauchen, dich rausnehmen. Dich drauf tun. Blub. Und dann wollen wir sagen... einmal die erste Corner.
machen wir jetzt sogar einfach mal von hier aus. Und dann machen wir einfach nur quasi genau das gleiche wie auch schon eben bei, oder beziehungsweise beim letzten Mal im Twilight Forest. Wie viel Sand ist denn hier bitte? Hier ist also endlich mal Ende. So. Ja, ich grabe einmal runter. Ich mache mal kurz den Bereich fertig. So, die Settings sind drin und wir starten die Query. Request cancelled. Okay, Moment. Okay, interessante Sache. Ich habe jetzt mal so einen Digital Miner aufgebaut. Einzige andere Option, die mir noch einfallen würde, wäre eine Query von Dingens, FTP, Industrial Contraptions, aber da bin ich weit schon mal mit. Die Query hat, also der Miner hat mir gerade eben gesagt, er hätte 50.000 Blöcke zum Abbauen und das ist alles rausgekommen. Irgendwas sagt mir, man soll hier drin nicht queryen. Dann begeben wir uns einfach mal so auf die Suche. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgeforscht. Also anscheinend in einem der letzten Updates wurde das Querying bzw. generell Abbauen von Bildern oder Query-ähnlichen Maschinen im Saasa disabled. Vielen Dank dafür mal an der Hilfe auf dem Ultimates Discord. Und ich bin jetzt glaube ich eine geschlagene Viertelstunde hier rumgelatscht und habe nach Vibranium gesucht und ich habe nichts gefunden. Ich gebe das jetzt hier auf. Dann machen wir jetzt eine andere Methode und zwar können wir mit einem Ore-Laser können wir in Nether nach Vibranium aufbohren. Oder wir machen eine andere Methode und zwar schließen wir dieses Sozialexperiment jetzt einfach mal ab, weil ich gerade hatte. Und zwar hieß dieses Sozialexperiment: Wie viele Leute schreien jetzt schon oder schlagen ihre Hände am Kopf, weil genau hinter meiner rechten Schulter Vibranium ist? Oh, perfekt. Genau gerade geht die Soulbaby aus. Blub. Blub. Und das gab 7 Stück. Ich habe hier wirklich gut irgendwo mal so ein bisschen rumgebohrt alles. Also, meiner bringt hier nichts, Bilder bringt hier nichts, nur im Twilight Forest. Soll jetzt aber nicht unser Thema sein. Wir haben ein bisschen Vibranium und wir wissen jetzt hiervon, das hat so überhaupt keinen Sinn. Also wirklich die Zeit, wo ich hier am Rumsuchen war, die hätte ich mir sparen können. Gut, dann fliege ich einmal in Richtung Portal zurück. Wir werden hier eh so oder so nochmal hin müssen. Warum, werdet ihr sehen. Aber das mache ich dann in einer der anderen Folgen. Es hängt auf jeden Fall mit dem Olse Monster zusammen. So. Dieses Becken sieht cool aus. Habe ich einen Eimer bei? Nö. So, auf jeden Fall. Gehen wir jetzt einmal zurück und dann machen wir einfach ein wenig mit Industrial for Growing. So, leere Hand, Shift-Rechtsklick. Damit wir mit Industrial Foregoing anfangen können, brauchen wir erstmal eine neue Maschine. Und zwar ist das kein anderer Block als der Fluid Extractor. Was macht dieser Fluid Extractor? Der entzieht Holzblöcken Latex. Quasi die erste gute Ressource von Industrial Foregoing. Und damit das mal ein bisschen schneller passiert, machen wir uns erstmal eigentlich schon mal sofort ein Rezept für den Pity Machine Frame. Das werden wir häufiger brauchen. So, mittlerweile ist es relativ voll hier geworden. Wir brauchen Lightweighted Pressure Plate, so rum. Und dann machen wir einmal. Ich hasse es, wenn es hier so rumflutscht. 5 Pistons für den Anfang. Und 5 Pity Machine Frames. Dass wir einfach schon mal 5 Fluid Extractor bauen können. Die packen wir jetzt mal ganz doof hier in die Ecke rein. Hier rein. Upp.
Ja, das mit dem Placement, das üben wir nochmal. Ich frage jetzt gar nicht. Ich frage jetzt gar nicht, warum da ein Twilight Frost Portal ist. So. Diese Fruit Extractor, die machen jetzt einfach nichts anderes, wenn nur Holzblöcke vor ihnen stehen, saugen die denen das Latex raus. Und da nehmen wir jetzt einmal für den Anfang einmal, damit wir schon mal ein bisschen was probieren, produzieren. Ne, nicht Twilight Oak. Normales Oak. 5 Stämme. Und sagen dann 1, 2, 3, 4, 5. Und wir produzieren jetzt gleich 2 Latex. Immer so weiter. Das geht natürlich schneller. Und zwar, wenn wir den ganzen Strom versorgen, dann geht es schon ein bisschen schneller ab. Nehmen wir jetzt einmal einen Flux Point. Wir nehmen ein bisschen Universal Cable. Da brauchen wir gar nicht so großartige Leitungen. Weil der Verbrauch von denen gar quasi null ist. Und wenn jetzt einmal hier durch ist, sieht man schon, es geht wesentlich schneller runter. Und wir sammeln Latex an. So. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Latex? Beziehungsweise, man sieht schon, die Blöcke werden immer weiter kaputt gehen, bis sie komplett verschwunden sind, bis sie quasi zerbrechen. Wie umgehen wir das? Indem wir immer weiter neue Blöcke hinstellen. Dafür würde ich gerne nochmal so einen Phytogenic Insulator bauen. Schauen wir mal, ob wir alles dafür haben. Ich sage einfach mal so ganz doof nein. Oh. Ich sag mal ganz doof ja. Wir wollen einmal Resonant Components. Und wir wollen... Haben wir noch Flux im... Habe ich nicht. Und ich glaube, craften kann ich gerade... Doch, kann ich. Ist ja Wahnsinn. Ist ja mal fast wie vorbereitet. Und dann will ich einen Acacia Seed. Wie kriege ich jetzt hier aus dem Zeppling? Das wird eine schwierige Sache. Und alles, was wir quasi dann machen, ist einmal... Machen wir ein bisschen... Nee, machen wir nicht hier. Machen wir hier hinter. Hier so, dachte ich. Dass man hier einen Phytogenic Insulator aufstellt. Acacia Zeppling rein. Und dann einmal einfach so macht. Hier muss das nicht schön aussehen. Wasser braucht er noch und dann kriegen wir quasi Holz raus. So, das heißt, wir brauchen ein Sink. Oh, diese Wasserautomatisierung, das war auch eine der besten Ideen aller Zeiten, die ich hier hatte. Einen Drawer, da machen wir, ich glaube, ein 2er Drawer sollte reichen. Und ich mache mir ein bisschen Phytogrow. Um das Ganze einmal zu starten, müsste ich eigentlich auch mal schauen, dass ich das automatisiert kriege, dass der da dauerhaft macht. Und wir brauchen Item Pipes. Ja, die braucht man sogar noch nicht mehr großartig. Was ich noch machen möchte, ich will einen Block Placer da aufbauen. Und zwar, nein, den hier, den Factory Block Placer. Mit dem habe ich bisher die meisten, die besten Erfahrungen gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, und das sollten wir eigentlich schon alles zusammen haben. Die Factory Block Placer kommen hier dran. Na, kann ich nicht drehen? Natürlich nicht. Dann machen wir das eben so. Und wir sagen dann einmal Draw hier oben drauf. Oben Input, Output. Sync. Kann man da hinpacken mit einem rechten Input. Das rein. Und er sollte jetzt gleich eigentlich das erste Holz produzieren. Kann man mal kurz ein bisschen beschleunigen. Und da haben wir schon 36 Blocks drin. Und alles, was wir jetzt mal wieder machen, ist mal wieder
die Gegend verunstalten, weil wir glücklicherweise in der 1.18? Ja, 1.18 sind und immer noch nicht die Möglichkeit haben auf anständige Pipes, die auch einmal alles covern können. Heiß und klartig, ich darf jetzt hier wieder gucken, dass ich die Ecken alles rausnehme oder ich lasse es einfach so. Ich weiß es noch nicht. Da wir jetzt das erste ein bisschen Latex produziert haben, können wir die Latex Processing Unit herstellen. Einmal alles, was wir nicht da haben, bestellen. Und mit einem Redstone Block haben wir dann auch schon die Latex Processing Unit. Was macht dieses formschöne Teil jetzt? Ich habe hier hinten schon mal ein bisschen erweitert. Jetzt schon mal, ich glaube, die packe ich jetzt mal ganz doof hier drauf, dass wir schon mal Strom haben. Die Latex Processing Unit macht einfach mit Wasser und Latex macht die uns diese quasi diese Tidy Dry Rubbers, die wir brauchen für die, nein, nicht dich, für die Plastik Sheets, die wir brauchen für weitere Maschinen. Aber vorerst reicht uns das so. Ich muss mal überlegen, wie ich das hier gerade schön hinkriege. Ja, ich glaube, ich habe schon die Idee. Ja, bis gleich. So, Latex Processing Unit ist angeschlossen. Einfach nur ein Export-Bus, Import-Bus. Ich habe das Kabel hier mal kurz ausgetauscht. Und jetzt kriegen wir hier schon alles rein. Wir wollen aber auf jeden Fall auch jetzt gucken, dass wir eine Dissolution Chamber aufbauen, weil wir darüber die Upgrades machen können. Und die werden wir brauchen. Generell, weil wir einmal gucken, ich werde gleich mal ein paar Acceleration Cards reinschmeißen. Die Dissolution Chamber, wir brauchen jetzt mal Dry Rubber. Ja, das dauert einen Moment. Machen wir gleich fertig. In der Zwischenzeit können wir mal einen epischen Bosskampf gegen die Naga anfangen. Hey, bleib hier. Will dich mal kurz umbringen. Gründe, warum ich den Twilight Forest nicht mehr mag. Oder ich sag noch nie wirklich mochte. Nachdem wir jetzt einfach so ganz gemütlich auch den kleinen Boss da besiegt haben, könnte man zum gucken, dass wir ganz gemütlich ein paar Hühnchen füttern. Schau mal, was ich hier für dich habe. Okay. Wo ist das andere hin? Hier war doch noch eins da. Magst du denn vielleicht das Futter hier besser? Ja, ich weiß. Und da ist auch schon die Dissolution Chamber. Als nächstes möchte ich eine Mob Slaughter Factory anschließen. Was ist das und warum will ich das machen? Das ist ganz einfach. Eine Mob Slaughter Factory nimmt einfach nur Mobs und schlachtet sie in flüssiges Fleisch und Pink Slime. Pink Slime brauchen wir für die nächsten Maschinen, beziehungsweise für das nächste Casing. Liquid Meat eher weniger. So, und hier ist auch schon die Mob Slaughter Factory angeschlossen. Im Grunde genommen wird der Block einfach platziert. Ich habe einen Ranged Add-on hinzugefügt, dass wir quasi den kompletten Raum hier ausfüllen. Und die gesamte Flüssigkeit, die hier reinkommt, soll in diesen Ender Tank gehen, der hinten auch angeschlossen ist. Man sieht es vielleicht von hier. Ja, da. So, aber damit er auf was schlachten kann, brauchen wir erstmal Mobs. Wir warten jetzt hier. Will irgendeiner einen Kaffee oder einen Tee? Nein, so lange warten wir natürlich nicht. Dafür haben wir eben diese Mobs getötet, beziehungsweise die Hühner geschlachtet. Hier kommt jetzt einfach mal ein goldenes Ei hin. Und wir machen das hier natürlich noch ein bisschen heller. Und jetzt warten wir nochmal. Irgendwie ist die Rate ein bisschen sehr deprimierend. Ah, da ist ja wieder was. Und weg. Hab jetzt ein bisschen mehr von erhofft. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, da ist das Teil richtig abgegangen. Ist irgendwie auch schon nicht mehr so wirklich, bin ich ehrlich. Aber mit dem, was da jetzt reinkommt, sollten wir Pink Slime herkriegen, jawoll. Zwei ist eher
weniger bisher, aber ich schätze mal, bis morgen wird da gut was bei rumkommen. Flüssiges Fleisch haben wir schon ein bisschen mehr davon. Könnt ihr bitte endlich mal abhauen? Ich will nicht mehr. Ich habe immer noch nicht gefunden, wo man es ausstellen kann. Aber der Bereich, der ist gleich. Ist der noch gechunkload? Ansonsten. Ja, der ist noch geladen. Da wird jetzt immer mal wieder was spawnen. Ich muss mal gucken, warum hier so wenig spawnt. Bestimmt nicht wegen dem Licht. Nee. Oh, oder ist das, weil hier Wüste ist? Ah, muss ich mal gucken, ob, ob man das ändern kann. Okay, man kann das Biom hier nicht ändern. Wo müsste ich das, wenn, nochmal aufbauen? Hier drüben, wenn. Ja, hier wahrscheinlich in dem Gebiet. Ansonsten machen wir das ganz einfach. Hier ist auch River. Dann mache ich nochmal so ein. Sowas fertig, beziehungsweise setze das einfach nur darüber. Ja, gut. Das kriegen wir jetzt hier nicht raus. Dann müssen wir mal ein goldenes Ei herstellen. Das ist viel. Ist nicht schwierig. Was wir dafür brauchen, sind 4 Eimer als Level und dann quasi einmal was zu futtern. Das war es. Brauchen halt nur ein neues Huhn. Dann kommt hier, hätte ich vielleicht früher darauf achten sollen, hier Mobs hin und hier kommt die normale Mobform hin. Weil die Erfahrung, die wir da rauskriegen und die Items, die könnten wir dann vielleicht auch noch gebrauchen. Das sieht doch jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Aber die Legende besagt, es gibt auch andere Mobs außer diese Mini-Pygmäen oder wie die heißen. Ich habe aber so von Tieren gehört, die hießen mal Schweine, Hühner, was hat man noch? Kühe, Schafe. Warum spawnen nur die hier? Ich glaube, da ist, glaube ich, echt in einem der letzten Updates was schief gelaufen. Aber naja. Wie sieht es jetzt aus? Ja, es kommt schon ein bisschen mehr bei rum, aber auch noch nicht so besonders. Ja. Auf jeden Fall läuft das jetzt mal durch und wir können dann, würde ich sagen, hier an dieser Stelle auch aufhören. Ja, war jetzt nicht so, wobei es war schon ein bisschen erfolgreicher heute, aber hätte ein bisschen besser sein können, meiner Meinung nach. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Button und die Glocke nicht vergessen, ganz wichtig. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis dahin, tschüss.